Was brauchen unsere Dörfer und Städte, um in der Zukunft noch lebendig und lebenswert zu bleiben? Naja, sie brauchen tatsächlich Kerne, wo gearbeitet wird, wo Menschen sich treffen können, wo man auch einkaufen und sich begegnen kann und so weiter. Aber es wird nicht funktionieren, wenn es nur sozusagen so eine touristische Hülle ist, sondern Vitalität kommt daher, wenn tatsächlich auch handwerklich, produktiv, arbeitsmäßig was passiert. Und was sagen Sie dann zur Entwicklung von Onlinehandel? Braucht es die Dörfer da eigentlich noch, wenn alle so großteils online einkaufen? Ich würde die Frage umdrehen. Man muss ja nicht fragen, was der Handel braucht, sondern man muss ja fragen, was brauchen die Dörfer? Also was sind die Lebensformen eigentlich für dieses Jahrhundert? Und wir wissen ja inzwischen auch durch die Pandemie und durch künftige Probleme, die kommen werden, dass es mit dem Onlinehandel manchmal dann auch nicht klappt. Ja? Also unsere Abhängigkeiten sind ja unheimlich groß. Und eigentlich wäre es sinnvoll, Dankeschön. Vieles, was wir eigentlich beziehen aus Gegenden, wo niemand weiß, wo das eigentlich herkommt, vieles von dem auch wieder zu lokalisieren und zu regionalisieren. Und wenn wir lokale Wertschöpfung haben, werden die Orte auch wieder lebendiger. Und haben die letzten 2 Jahre mit Corona diesen Effekt nur verstärkt? Oder lernen wir auch etwas daraus? Das wird sich zeigen. Also man könnte eine Menge lernen, aber ich glaube, was wir jetzt lernen, Corona plus den Krieg in der Ukraine plus dem künftigen Konflikt mit China, dass wir eine Phase der Entglobalisierung bekommen werden. Und was bedeutet das denn für unsere Art zu konsumieren, für unsere Art zu produzieren und so weiter? Also wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo sich die Dinge rasend schnell verändern, aber nicht in Richtung von immer mehr, immer weiter, immer abhängiger, sondern worauf wir ja in Zukunft achten müssen, ist, dass wir unabhängiger und weniger verletzlich sind. So, das sind ja ganz andere Paradigmen. Also werden so Wörter wie lokale Kreisläufe oder auch Nachhaltigkeit in Zukunft das Verhalten auch noch mehr beeinflussen als vorher? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also es wird gar nicht anders gehen. Die Schäden, die durch diesen aus Effizienzgründen immer weiter ausgelagerte Produktionen entstehen und die damit verbundenen Transporte und alles das, was da angerichtet wird, können wir uns logistisch nicht mehr leisten, wir können uns das ökologisch nicht mehr leisten und wir können uns eigentlich auch von der Qualität nicht mehr leisten. Also warum soll man irgendwelchen Mist über tausende von Meilen unter großem Aufwand transportieren, den am Ende sowieso eigentlich niemand braucht? Bei uns in Südtirol ist auch ein sehr großes Thema eben Mobilität und wie wir uns in Zukunft bewegen werden. Wird Pendeln noch ein Thema sein oder wird Homeoffice dieser Trend anhalten? Naja, Homeoffice geht ja leider nicht für alles. Also irgendjemand muss ja auch das Bier brauen oder das Brot backen oder Produkte herstellen. Aber sicherlich ist das Homeoffice aus meiner Sicht eine ganz große Chance für eine Revitalisierung der ländlichen Gegenden, auf jeden Fall. Und wenn man Homeoffice dann verbindet mit Coworking Spaces und so, passiert ja plötzlich unheimlich viel, was wieder zur Belebung beitragen kann. Also ich denke, da wird sich eine ganze Menge dadurch verändern. Und öffentliche Verkehrsmittel, Nahverkehr in den Städten und Dörfern selber? Naja, muss natürlich sein, muss dringend ausgebaut werden. Also der Autoverkehr, gerade hier in dieser Region, ist ja letztlich unerträglich, oder? Punkt. Also mehr braucht man dazu ja gar nicht sagen. Und ich bin sowieso der Meinung, dass das Auto erstens niemals ein reines Verkehrsmittel gewesen ist, sondern der Erfolg hat mit anderen Dingen zu tun. Also es ist ein Fetischobjekt, es ist ein Freiheitssymbol, es ist etwas, um auch der dörflichen Enge zu entkommen, aber es ist eigentlich zum allerletzten Transportmittel. Und das, was wir an Transport brauchen, Personentransport und Gütertransport, lässt sich ja jenseits des Autos viel besser realisieren. Also das ist, war mal wichtig, jetzt ist es ja eigentlich nur noch störend.
Bei uns ist das Wort in aller Munde Nachhaltigkeit. Ist Nachhaltigkeit nur ein Schlagwort oder wie lebt man das und wie setzt man das im Alltag, in der Politik um? Naja, wie man es im Alltag umsetzt, da könnte man jetzt 30, 40 Jahre zurückblenden und schauen, wie die Leute hier in der Region gelebt haben. Die haben nämlich extrem viel nachhaltiger gelebt, als es heute der Fall ist. Die haben weniger Platz verbraucht, die haben kleinere Wohnungen gehabt, die haben nicht so viele Autos gehabt, wenn überhaupt eins. Die haben keine Kreuzfahrten gemacht, die haben nicht ihre Wohnungen mit riesigen Bildschirmen ausgestattet und so weiter. Der einzige Unterschied, was die Nachhaltigkeit angeht, ist, dass sie das Wort nicht hatten. Und wir reden ja nur deswegen so viel von Nachhaltigkeit, weil wir extrem nicht nachhaltig leben. Ja, weil das Allermeiste ist ja etwas, was auf möglichst billige Art und Weise erzeugt wird, verbraucht wird oder auch gar nicht benutzt wird und wieder entsorgt wird. Eine riesige Umschlagsmaschinerie, die für unter ökologischen Gesichtspunkten katastrophal ist, die aber auch nicht das Leben schöner macht. Also Nachhaltigkeit ist nicht etwas, was man erfinden muss, sondern da muss man auch ein bisschen gucken, was haben die Leute eigentlich früher gemacht, als es den Begriff noch nicht gab. Und ein einfaches Beispiel ist, der Begriff Abfall zum Beispiel ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Davor hatte niemand die Idee gehabt, dass es Abfall geben könnte. Dass es Dinge gibt, die man entsorgt, was auch so ein total bescheuertes Wort ist, entsorgen. Ja. Nee, man kann ja alles weiter verwenden oder verwandeln in etwas anderes. Das ist erst aufgekommen mit dem 20. Jahrhundert. Und wir haben halt 120 Jahre fortschreitenden Prozess der Nicht-Nachhaltigkeit. Wir sind hier sehr klein strukturiert und wir lieben unsere kleinen Betriebe. Können die überleben und was können wir tun, damit sie überleben können? Und sind wir damit im Vorteil oder im Nachteil? Ich würde sogar wahrscheinlich sagen, sie sind im Vorteil. Weil was wir sehen werden, schon in den nächsten Jahren, ist eine Umorientierung hin zu größerer Robustheit, zu geringerer Verletzlichkeit, zu kleinteiligeren, kürzeren Wertschöpfungsketten und Lieferketten und so. Und insofern sind dann Regionen und Städte im Vorteil, die das noch haben.